Hallo, hallo. Schönen guten Abend. So. Ja, ich möchte mal zeigen, was ich heute so gewerkelt habe. Und zwar mit dieser neuen Schablone, die ich gestern gekauft habe. Und ja, ist echt so eine robuste, gute Schablone mit Stitchrand. Finde ich echt schön, gefällt mir gut. So, habe da einige Rahmen ausgestanzt in verschiedenen Farben mit diesem holographischen Spiegelkarton. Finde ich echt schön. So, habe das auch unterlegt, dass es richtig so eine Stärke hat, ne? Es ist so zwei Schichten übereinander geklebt. Und habe da aus diesem Block, ne, den Unterleger eben ausgestanzt und drunter geklebt. So, genau. So, und da hat mir da jetzt diesen Teddyblock rausgeholt mit diesen ganzen Schneemänner, ne? Und habe sie jetzt passend zugeschnitten und dass das so wie so eine Fenster Rahmen so in der Art, ne, aussieht. So, und zwar ich habe sie jetzt so drunter geklebt, passend ausgeschnitten und da ist es so wie so ein Aufleger, ne? Und dann passend noch auf diese, habe mir auch die Karten zugeschnitten. Die Maße. Sind dann 9 3 Achtel mal 4, 3 Viertel, ne? So, und dann eben aus dem großen Cardstock, aus diesem Block, ne, ist ja 300 Grammatur, recht starkes Papier, Karton, und habe mir da Rot, Blau und Grün eben so kräftige Farben rausgesucht, dass die so passen zu dem Thema Weihnachten. Ne? Ja, genau. Und dann ist das jetzt so eine Idee, möchte ich so wie so ein Aufleger. Und ich glaube, ich könnte sie auch mit 3D-Pads mal aufkleben oder so vielleicht. Ich glaube es. Ich mache mal einfach mit doppelseitigem Klebeband und ein bisschen stärkeres, dass es auch trägt, ne? So. Ja, die Karte eben mittig gefalzt und gefaltet eben, ne? So, dann möchte ich mal die noch aufbringen. So, das ist das. Ich habe auch die Zwischenklebestreifen so aufgebracht, dass die diese Zwischenspalten auch halten, ne? Und so festziehen dann. Dass so eine Stabilität im Gesamt so einem Rahmen ist.
So, dann muss ich mal schauen. Ja, so. Dann ja, genau. Ja, finde ich echt hübsch. So. Dann. Da kommt noch ein weißer Einleger dann rein. Und da wollte ich so ein einfach so ein Schriftzug und ein paar aus dem gleichen Papier ein paar gestanzte Sterne aufbringen. Ne? Und da mal schauen, wie ich den möchte. Ob er von außen schaut oder in die Mitte. Belege noch. Oder ich mache das auch noch mit dem Pads. Ich glaube, das wird passen, weil der Rahmen ist ja verstärkt, ne? Und da passt das mit dem Schaumpad. Die sind ja fast gleich stark, ne? So, ich muss mal schauen, wie ich das lieber mache. Oh, ich glaube, hier könnte das reinpassen. Oben festkleben. So. Und dann auch noch. Genau, so passt das. Ja, dann werde ich so platzieren, dass die genau, oh guck, es passt so, absolut, gefällt mir gut. So, und dann werde ich mir auch so ein kleines Pad. So, habe sie jetzt ein paar Klebepads drauf und werde sie einfach hier so ransetzen, so zwischen ja, so einfach in die Fläche hinein, ne? So, das ist dann die erste Karte, so, finde ich okay. So, da kommt noch ein weißer Einleger. So, habe jetzt so ein, aus dem Rest, was da beim Ausstampfen bleibt, ne? Dieses Streifen, kleine Stück, ne? Habe ich 4x4, passte gerade, zugeschnitten und zwei Einleger sind rausbekommen, habe ich rausbekommen, ne? Die werde ich dann einfach mit dem aus dem Action diesem Klebeband so, jetzt kommt das noch hier rein.
Genau. Haben wir diese schöne Karte fertig, ne? So. So, dann habe ich die zweite noch vorbereitet. Habe ich auch diesen Rahmen so in Rot auch gestärkt. Zwei Schichten, ne? Und dieses Teil, dieses Designstück kommt jetzt darunter. Werde ich dann festkleben, wie auch das hier. Einfach so mit Flüssigkleber. So, das jetzt. So, vorsichtig das schön ausrichten. Genau so. Wo habe ich denn meine große? Hier. Große Block. So, in der Zeit stand ich auch noch da ein paar Sterne aus. Ich habe da so einen Stanzer, wie schon Klinge. So, genau. Die kommen dann drauf. So. Bisschen. So, in der Zeit kann ich auch das noch vorbereiten. So, ist jetzt trocken. Ja, alles gut. Muss ich aufpassen. So, und da kommt es auch wieder hier drauf. Da kommt das starke Klebeband drauf. Weil nochmal Flüssigkleber werde ich nicht machen, weil dünnes Papier ist und Wellen zu meiden, ne, muss man schon da, bin ich schon so vorsichtig. Das ist lieber mit Klebeband geklebt wird. Werde ich mal wieder schauen, wo ich diese Querbalken habe. Ich die an der Stelle auch festklebe, ne? So. Das noch. Ja, morgen ist ja Nikolaus schon, ne? So schnell läuft die Zeit. So, das kommt jetzt da wieder schön ausrichten. Ja, die ist ja auch geeignet zum Shaker-Karten machen und so. Aber ich dachte, auch so, die Motive sind schön. Kann man so verschiedene machen, ne?
einfache Variante, ne? Auch einfache Variante, aber hat man auch echt schon einiges zu machen, zu tun, ne? Das, bis die Karte immer geboren wird, oh. Das kann ich echt immer bestätigen. Das ist gar nicht so einfach. Ruckzuck, ne? Nee, das braucht alles so die Zeit. Das ist. So, dann nehme ich wieder das Schildchen. Ich könnte es auch da drunter machen, aber ich glaube, ich bleibe bei der Version. Man könnte auch ein ganzes hineinsetzen, ne? Spruch setzen. Und da eben eine ganze, so einen Ausschnitt ganz rein platzieren, ne? Hier auch, okay. So. Das dann. Genau. Und dann die zwei Sterne. Noch. Na komm. So. Ja, dann habe ich auch die noch. Mal schauen, ob ich vielleicht ein paar Glitzersteinchen noch auf den Schlitzzug setze. Aber so finde ich es auch echt schön geworden, ne? Die zwei. So, und dann habe ich auch noch die rote mit blau dann. Ja, wird auch eben gleich gemacht. So, habe das jetzt festgeklebt. Habe ich meinen Block. So. So, dann so weiter. So werde ich auch noch die Sterne. Ausstanzen. Genau so sind die noch und kommt hier ein Klebepad, die bleiben für die nächste. So, mal schauen, wie ich das jetzt noch ein bisschen so lasse. Das werde ich jetzt dann einkleben. Hier kommt der Einleger rein, wird geklebt. Die Größe habe ich nicht extra bestimmt. Das war das Reststück, war so und habe ich es eben dann ein Quadrat zugeschnitten und fertig. Ne? Aber hat sich auch gut integriert. Ne? Finde ich. Ist auch schön geworden. So, dann kommst du noch. Auch schön. So, dann kommt hier wieder das starke Band drauf. So, habe ich auch jetzt fest. So, wie kommst du denn jetzt? So wie so ein Fotorahmen. So.
Ansonsten. Ja, und dann habe ich auch das noch schon vorbereitet. Die Schriftzüge hatte ich ja voriges Mal schon gestempelt. Damals noch hatte ich die andere Karten gebastelt. Es ist immer schön, wenn man so einen Vorrat sich da vorstempelt, ausschneidet. Habe ich nicht verbraucht, dachte ich, ja, okay, schneide ich zu und dann kann ich die vielleicht noch und dann war es richtig. Optimal für so, dann die Sterne. So. Zweite. Ja. Ja, eben wie gesagt, so eine einfache Karte mit Einleger, ne? So, dann diese und noch diese, ne? Ja, ich kann sie, glaube ich, nebeneinander sogar platzieren, ne? So. Ja. So, genau, das sind die drei Karten. Ich habe noch ein paar weitere noch ausgearbeitet, werde ich noch ein bisschen auch noch alles aufkleben und quadratische Briefumschläge habe ich auch und da passt es, ne? So, dann mache ich Schluss. Danke fürs Zuschauen und tschüssi.